für mich war es ja sehr überraschend, weil ich ja 2006 schon mal den Preis gekriegt hatte. Man hatte mir gesagt, man bekommt nur einmal den Preis. Ich habe mich sehr gefreut, habe gedacht, unsere Schicht 2479 in der Maschine, dafür kriege ich mit der Arturum-Preis. Das war auch ein sehr schönes Projekt. Mit dem Projekt bin ich eingestiegen bei Siemens in 2011. Dann habe ich den Werner kennengelernt und habe ich plötzlich gemerkt, dass mit Werner, wenn man fachlich mit ihm diskutiert, man muss fachlich auch mithalten können an der Diskussion. Und zum Glück habe ich das geschafft. Wir haben sofort verstanden. Und es kommt auch daher, er war bei der DLR und ich kannte viele von der DLR, die früher mit mir studiert haben. Und deshalb war sofort, wir haben uns sofort verstanden. Wir haben gesagt, wir haben schon ein Projekt zu Ende geführt für die Hafermittlerschicht. Aber lass uns ein bisschen gucken, wie können wir ändern die Schicht, die oben ist, die keramische Schicht. So ist es, wie Werner gesagt hat, bei Siemens. Entweder hat man die Möglichkeit, großes Budget für ein großes Projekt, aber da kriegt man auch viele Meilensteine, die man erfüllen muss. Oder etwas verrücktere Ideen. Man kriegt ein kleineres Budget und man testet erstmal, ob das Sinn macht, was man denkt. Dann meldet man sich und sagt, ich habe eine gute Idee, die ersten Ergebnisse sehen gut aus, lass uns vielleicht mehr Geld daran investieren. Also nicht mehr in der klassischen Art, Geschichte ausgedacht, gemessen, wieder gemessen. Nein, wir haben das vorher rechnen lassen, quantenmechanisch rechnen lassen und haben uns da die beste Schicht ausgesucht. Dieses neue Modell ermöglicht, dass man verschiedene Zusammensetzungen ausprobiert im Rahmen des Modells. Also dann muss man sich nicht mehr der Versuch durchführen, testen, nicht geklappt, nächster Versuch. Da braucht man viel Geld und viel Zeit. Und dieses Modell ermöglicht uns, dass man die Sachen rechnet, weil das kriegt man so eine deutliche Unterschiede in der, wir nennen das Gitterstruktur, wie die Atome sich einordnen. Das ist gerade unser Signal, okay, wenn die Anordnung aus dem Modell so herauskommt, das wir gesucht haben, das ist ein gutes Kandidat. Wir haben zwei Kandidaten ausgewählt und diese Zusammensetzung haben wir patentieren lassen. Siemens. Ingenuity for life.